Ich grüße euch. Heute in dieser Sendung geht es um Punkt, Rhythmen und um Roll-ons. Der Unterschied von beiden und die Power von beiden. Zuallererst zeige ich euch, was Punktrhythmen sind. Das sind Rhythmen, wo zwischen den einzelnen Schlägen nichts gespielt wird. Wie zum Beispiel beim Dumbo. Dieser Rhythmus als Roll-on gespielt. Roll-on bedeutet, du hast dazwischen immer Taps oder die Hände spielen immer weiter. Klingt der gleiche Rhythmus so. Der Unterschied von der Energie ist Roll-ons. Oder bleiben wir noch bei den Punktrhythmen? Punktrhythmen sind energiegebende Rhythmen. Sie eignen sich hervorragend, um mit anderen zusammenzuspielen. Die Punktrhythmen kannst du wie so ein Pattern, wie ein Muster sehen. Ja? Geht auch für die Roll-ons. Aber bei den Punktrhythmen hast du ein einzelnes, sehr klares Muster. Ich mache euch jetzt mal verschiedene Punktrhythmen vor. Zum Beispiel. Dieser Rhythmus als Roll-On gespielt, die gleichen Schläge, nur eben noch die Taps dazu. Okay, da waren Variationen drin, aber ihr habt verschiedene den Unterschied. Noch ein anderer Punktrhythmus. Nehmen wir mal den Herzrhythmus, der ganz einfache Herzrhythmus, Grundrhythmus. Und da merkt ihr schon, zwischen den Schlägen ist Stille. Da ist einfach das nur die Essenz des Rhythmuses. Ja. Die findest du in dem Punktrhythmen, die Essenz des Rhythmuses. Nochmal. Und nun das gleiche als Roll-On gespielt. Geht so. Okay, und nun die Eigenschaften. Nochmal, Punktrhythmen sind energiegebend, sie sind sehr klar und haben oft einen pushenden Energie, pushenden Charakter. Sie eignen sich hervorragend, mit anderen zusammenzuspielen. Da ist die Klarheit sehr groß. Ja. Aber vor allem ist das Wichtige, die Essenz des Rhythmuses ist in den Punktrhythmen sehr deutlich und sehr klar. Die Roll-Ons wiederum. Roll-Ons sind Rhythmen, die sind erzeugende Energien oder du ziehst etwas ab. Diese Rhythmen sind hervorragend geeignet für Alpha-Zustände, für Trance-Zustände und so weiter. Zum Beispiel, ich mache euch mal ein paar Roll-Ons vor. Nehmen wir mal zum Beispiel den Sha-Amba. Das ist der Sha-Amba Roll-On. Den Sha-Amba, die wesentliche Essenz des Rhythmuses, als Punktrhythmus gespielt, wäre so. Ja, verstehst du? Ein anderer Roll-On, zum Beispiel der Shenan. Und das Ganze als Punktrhythmus, ja. Ja. War jetzt auch eine kleine Variation. Also du merkst schon, bei den Punktrhythmen hast du die Klarheit. Und bei den Roll-Ons hast du die Möglichkeit, mit den Energien mehr zu schwimmen oder mehr zu ziehen, etwas an dich heranzuziehen. Der Shenan, den ich gerade spiele, ist der Sonnenrhythmus. Und er hat die Fähigkeit,
Energien zu binden. Ja? Also wenn du etwas willst, ja? Wenn du etwas, eine Kreation hast, ja? Und du willst es verbinden, der Shenan ist ein Sechsachtel. Du hast also zwei Pyramiden. Ja? Und das heißt, du hast ein Projekt, ein Thema, das stellst du an die eine Seite der Pyramide, in eine Ecke, das Thema. Das, an der anderen Ecke stehst du. Und an dem oberen, an der dritten Ecke ist zum Beispiel eine spirituelle Kraft, ja? Zum Beispiel die Göttin, Gott oder dein höheres Selbst oder deine Seele oder spirituelle Freunde, ja? Und dieses starke Energiefeld, ja, lässt sich sehr gut eben im Roll-On spielen. Im Roll-On für Shenan. Punktrhythmen und Roll-Ons. Das ist wunderbar, wenn du zum Beispiel aus einem Roll-On-Spielweise dann wieder in eine Klarheit gehst. Das ist ein fantastisches Gefühl, weil du behältst die Essenz des Rhythmuses, nur das ganze Drumherum, das Gewippel und Gewappel, was für lustige Worte, was ganze Gewippel und Gewappel fällt weg. Zum Beispiel, ich mache mal ein paar Dinge vor. Ein Ding, ja. Gemerkt, also den Unterschied, ja? Punktrhythmen, Roll-Ons. Ich lade dich ein, damit zu experimentieren. Zum Thema Roll-Ons findest du auf dem Kanal hier auf jeden Fall eine Playlist, die heißt Roll-Ons. Und ich will noch kurz was dazu sagen mit den Taps. Ja? Taps sind die stumm gespielten Schläge, das heißt, deine Schläge ergeben keinen Ton, sondern macht halt Tap wie Katzenpfoten. Schöne, dicke, fette Katzenpfoten. Ja? Mal nur Taps. Und dazu kommt der Rhythmus, zum Beispiel. Roll-ons mit Taps. Das ist es. Das wollte ich euch heute gerne zeigen und euch einladen, damit einfach rumzuexperimentieren und dein Bewusstsein vor allem dafür zu bekommen, über die Energiequalität und über die Art und Weise, wie du einen Rhythmus spielst. Ja. Das dient als Anregung für dich. Ja, viel Spaß. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Ansonsten wünsche ich dir mega viel Spaß beim Trommeln und beim Erforschen, beim Herausfinden. Ich bin Ingo Gutmann. Und ich wünsche einen schönen Tag. Alles Gute und viel Spaß.